Hallo und herzlich willkommen zu Folge 106 von Elex. Heute dürfte immer noch der 1. Januar sein, deswegen noch einmal frohes Neues an alle, die Folge 105 nicht gesehen haben. Und heute werden wir Ike ausnehmen. So Ungefähr so, einfach. und dann werden wir ihn auch noch verprügeln. Hey. Hey, neu hier, was? Kann man so sagen. Krass, echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Erzähl es mir. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheißhauspapier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Ich habe hier einen Schuldschein. Ah, klasse, mir sind nämlich die Filter ausgegangen. Du sollst ihn nicht rauchen, du sollst ihn dir ansehen. Der Lappen sagt doch eh nur, dass ich dem Duke ein paar Splitter schulde. Jetzt schuldest du sie mir. Du kommst hierher und machst einen auf wichtig, ey. Mach mal halblang. Gib das Elixid raus. Mehr verlange ich nicht. Na, weißt du was? Ich hab eh keine Böcke auf Streit. Hier. Okay. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre. Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Du kämpfst also in der Arena. Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Hey, ich gewinne genug Kämpfe, also mach mal nicht einen auf Arbeitsvermittler. Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße, sogar süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergevögelt zu kämpfen? Das kannst du vergessen. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Auf einen fairen Kampf. Nee, wenn ich mir jetzt einen kippe, mache ich's dir viel zu leicht. Hier, hast es wieder. Du schlägst also ein Bier aus. Hey, ich wollte dich nicht beleidigen. Dann trink. Na schön. Du solltest dich vor dem Kampf noch etwas aufputschen. Alter, das Bier ist eigentlich schon zu viel gewesen. Wenn ich jetzt was nehme, qualmen mir die Socken. Ein Outlaw, der Angst vor einem Schuss hat? Angst? Hey Bruder, du hast mich falsch verstanden. Das bezweifle ich. Okay, ja. Aber dann hauen wir uns endlich aufs Maul, klar? Verpasst dir so viele Stims, wie du auf Lager hast. Sag mal, willst du mich umbringen? Alkohol und eine Überdosis? Da kann ich ja gleich den Bestatter rufen. Ach komm, das reicht schon, komm. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. Ich will nämlich auch nicht, dass der irgendwie stirbt. Weil das muss auch nicht sein. Auch wenn er vielleicht unbrauchbar, unnütz und für keine Quest relevant sein wird. Ja, trotzdem
will ich den jetzt nicht zuballern, dass der drauf geht. Also vielleicht hätten wir ihm jetzt auch noch mehr anbieten können, aber das wird so oder so schon zu leicht werden, deswegen drauf geschissen. Ich meine, der wird so oder so kein Gegner für uns darstellen. Deswegen gehe ich auch mal mit halbem Leben rein. Ich warte hier. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Erstmal vorbei. Scheiße. Vorher Einschlag. Das hat wehgetan. Also viel einfacher muss es echt nicht sein. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. Viel Vergnügen dabei. Kann man hier unten eigentlich auch noch irgendwo rein? Das ist einfach nur... ja, okay, das ist einfach nur Verkleidung. So, dann gucken wir mal, ob wir den dicken Boss jetzt hier verprügeln können. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. Okay. Jetzt wird nur noch er übrig, oder was? Komm, jetzt will ich dir mal auf den Deckel geben. Ich meine, wir sind ja mehr oder weniger im Auftrag des Dukes hier. Wegen der Arena. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Bereit für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Arena. Komm, Kollege, jetzt bau dich mal nicht so auf. Bis eine halbe Portion. Fertig. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Also stärker wird er bestimmt sein, aber ich habe schon so viele Quests hinter mir. Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. Okay, ist gerade ein bisschen seltsam, was hier vor sich geht, aber okay. Oh ja, der Beatbox, ja, ja. Abgang. Naja, der Big Boss, hab ich gesehen. Liegt da im Dreck. Du Mistschwein hast mich besiegt. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Ich habe gewonnen. Zahl mich aus. Meine eigene Niederlage aus eigener Tasche bezahlen. Dass es so weit kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. So. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Oh, er ist immer noch ganz freundlich zu uns. So, also da ist der Chef besiegt. Das ist leider, wenn man mich fragt, ein bisschen... gering. Ich weiß, also ich hätte mir vielleicht ein paar mehr Arena-Kämpfe gewünscht. Aber okay, naja, was müssen wir machen? Ach ja, wir haben noch einen Attributspunkt übrig. Yay, 31 Gerissenheit, bam. So. So, aber das wäre schon mal nicht schlecht für die brüchige Macht. Denn immerhin haben wir jetzt schon mal den Big Jim eine Abreibung verpasst, sodass der ne, keine Rebellion mehr ausrufen will. Der hat genug. Der Schwachkopf. Der Schwächling.
Der Versager. Der Tölpel. Guten Tag. Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Zu niemandem. Verstehe. Du bist ja auch neu hier. Mach dir erst mal selbst ein Bild. Und lass dich von niemandem beeinflussen. Nicht alles, was vergangen ist, war schlecht. Also, was möchtest du? Okay, jetzt ein Händler. Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall. Hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Aha, also bist du einer von seinen Leuten, oder was? Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos, dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. War ja klar. Was meinst du denn damit? Hast du zu viel zu tun oder was? Es würde sich für dich lohnen. Lass es mich erstmal erklären. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Wie war das mit Komm dem Duke nicht krumm? Hey, wenn du die Granatenkisten nicht für mich klauen willst, musst du das nicht machen, okay? Ich zwinge dich zu nichts. Aber nur für den Fall, dass du es doch machen willst, sag mir Bescheid. Okay, also wir könnten deine Quest annehmen. Handel mit mir. Der Punkt ist nur, wie gesagt, ich will mir es ja auch mit niemandem verscheißen. Deswegen würde ich eigentlich erstmal lieber warten. Obwohl, vergesse ich das nicht. Bericht über den Angriff der Berserker, okay. Was für ein Angriff der Berserker? Aber der Punkt ist, wir können ja, ne, auch immer für die Gegenseite oder gegen die Häupter der jeweiligen Fraktion agieren. Und ich habe sogar gehört, dass wenn man zu viel gegen die agiert, können die einen auch ja, nicht aufnehmen. Und eigentlich will ich ja im Optimalfall für alle, ne, bereitstehen, damit wir uns da quasi jedem Lager anschließen könnten. So. Die Berserker haben die Schlucht zurückerobert. Sie haben aber einen Fehler gemacht und nur drei Männer hier gelassen. Es wird dann leicht, sie auszuräuchern. Heute Nacht holen wir uns die Schlucht zurück. PS, wenn du das ja liest, Kalle, dann macht dich aber eine Welt der Schmerzen gefasst. PPS, Blake, bitte frag Kalle, ob er das ja gelesen hat. Sag mir Bescheid, wenn er sich verdächtig verhält, okay? Haben wir noch was? Brief über Baxter. Er ist in der Hälfte der Leute mit und dann versteckt sich der feige Hund. Die Sau ist bestimmt über die Grenze nach Caracas abgehauen. Das ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen, okay? Aber noch sind dies Schuldschein. Vergehen während des Beischlafs mehrere Kunden geprellt und ihnen die Splitter gestohlen. 90 Splitter sind innerhalb eines Monats wieder Gutmachung an die Familie des Dukes zu entrichten. Bei Nicht-Einhaltung Bezahlung in Naturalien möglich. Okay, dann haben wir noch Elmas Code. 1337. Und Hanks Schuldschein.
Vergehen Altmetall und andere Gegenstände ohne Genehmigung des Müllbarons an Dritte verscherbelt. Grobe Missachtung der hiesigen Regeln. Wir haben doch hier keine Regeln. Die Wiedergutmachung in Höhe von 200 Splittern ist innerhalb eines Monats an die Familie des Dukes zu entrichten. PS, wenn du nicht bezahlst, wird der Duke dich nicht vor dem Müllbaron schützen. Also rück die Splitter raus. Ansonsten haben wir aber nichts großartig Neues. Nein, haben wir nicht. Also, wie gesagt, mit dem Blake, das kommt mir aber ein bisschen sehr zwielichtig vor. Deswegen warte ich da mal lieber, anstatt dass ich wirklich einfach direkt alles annehme. So, und hier können wir aber wieder stehlen. Ist das hier so eine Art Wohnhaus oder was? Für die High Society oder was? Ray, geh aus dem Weg. Hier scheint aber auch gerade im Moment niemand drin zu sein. Perfekt, da geht's ja gar nicht. Wahrscheinlich müsste ich nicht mehr die ganze Zeit schleichen, tue es aber trotzdem. Sicherheit geht vor. Aus dem dient es ja auch, ne, zur Stimmung. So, da haben wir eine Reisetasche. Ja, Zigaretten auf dem Bett. Ist ja auch super. So, Reisetasche. Klebeband und Elixid. Und Ray hängt da hinten fest. Super Kerl. So will ich es auch gar nicht zu holen, ne? Muss man auch dazu sagen. Ups. Oder ist das vielleicht einfach nur irgendein Versammlungsplatz, Haus, sonst was? Wobei, sonst wären nicht so viele Schlafsäcke, das muss man natürlich dazu sagen, ne? Also irgendwie ist das schon irgendein Treffpunkt oder Gemeinschaftshaus oder sonst was, ein Wohngebäude. Ray, kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Ich meine, gut, wenn der eh nicht gut klappt, wir müssen gar nicht zwingend schleichen. Namensliste. Seltsame Liste. Interessant, interessant. Das Einzige, was mich bei Elex manchmal schon etwas irritiert, und zwar, dass wir einfach wahllos Quests nicht mal annehmen, sondern erfüllen und abschließen, ohne Vorinformationen zu erhalten, wenn wir irgendwas aufnehmen. Wobei in dem Fall könnte es sich um sonst was handeln. Namensliste. Verschiedene Namen und Anmerkungen sind hinterlegt, Rechtschreibfehler inklusive. Bex sagt, dass die alle vertrauenswürdig sind. Anwärterliste. Ryan, Big Jim, Iron Madison, Cutter, Spike, Gun. Aha. Also, vielleicht handelt es sich hier ja um ein Komplott. Ja, vielleicht will dieser Baxter wieder die Macht an sich reißen. Ein Wundern wird es niemanden. Was ist das denn? Hä? Kann man den nicht öffnen oder was? Kann man doch. Ah, okay, komisch. Hm. Naja. Auf jeden Fall, die Liste können wir vielleicht William oder so mal zeigen. Auf jeden Fall haben wir den Inhalt dieses Hauses jetzt auch abgeklappert. Dann fehlt noch hier dieser Gebäudekomplex. Wenn man das denn Gebäude nennen will. Hier unten wohnt wahrscheinlich eine ganz arme Sau. Ey, man hat's im Bett. Die Sau, die hier wohnt. Aber dafür keine Tür. Und der Regen fließt auch. Na gut, dann regnet es hier schon. Ne? Wobei, wenn es mal regnet, dann regnet es dem genau richtig schön an die Füße. Aber ich muss sagen, war es schon relativ kreativ, wie man hier das Ganze ausgeschmückt hat. Also wie hier die ganzen Wohnen. Ich sage mal, ja, Wohnkomplexe aneinander gereiht sind. Das ist schon ganz schön. Irgendwo da sogar ein Bild. Und natürlich ein Haufen Mülltüten neben dem Sofa. Wunderschön. Ästhetisch. Und da geht es sogar hoch. Okay, interessant. Da ist jemand am Schaffen, alles klar.
heißt, der interessiert sich nicht für uns. Und hier haben wir sogar ein bisschen was Größeres. Das hier ist ja wirklich Luxus. Ja. Ein Radio, es funktioniert zwar nicht, aber es ist ein Radio. Da ist ein Ventilator, ein Feuerlöscher, Stühle, ein Schreibtisch, ein Sofa ohne Schimmelpilz. Sehr geräumig, zwei Betten. Purster Luxus. Und sogar noch eine Abstellkammer. Und hier können wir sogar alles nehmen. Also ich stehle jetzt nicht mal, ich kann mir es echt nehmen. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Also ich müsste auch gar nicht schleichen, weil wie gesagt, ich... ist nicht verboten. Komisch, komisch. Haben wir jetzt den Gebäudekomplex auch durch komplett? Ja, ich glaube schon. Düsen wir mal hoch und gucken, was wir hier noch so finden können. Das ist so ein Käfig für diese zahmen Schakale. Glaube ich. Zumindest. Und was ist hier oben? Ah, der Dog. Der wohnt hier. Also, das war ja wieder perfekt. Das war der schöne, ne? Seitenrolle und dann verkackt. Redest nicht viel, was? Hast du Hunger? Alles klar, schon verstanden. Okay, komischer Kauz. Der ist der Bodyguard vom Doc und der wird mit Sicherheit genau in dieser Hütte hier wohnen. Ganz, ganz hier oben. Und da ist der Doc. Und da ist eine Werkbank. Hat nichts in seiner Hütte. Aber ich glaube, der ist schon relativ einflussreich. Mit dem werden wir uns mal in der nächsten Folge unterhalten. Ja, vielleicht ist er auch eine Quest für uns. Alles in allem haben wir jetzt diese und in der letzten Folge Arena-Kämpfe bestritten. Und dementsprechend sogar ein paar Quests gemacht. Und damit sogar vielleicht schon für den William, den Big Jim, mehr oder weniger, also nicht unbedingt zum Schweigen gebracht, aber der ist jetzt vielleicht keine akute Gefahr mehr. Weil wir ihn ja im Kampf, im Zweikampf besiegt haben. Nun gut, dann würde ich sagen, wir reden weiter mit den Leuten im Vor. In der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen. Und kümmern uns dann nach und nach erstmal um diese Quests hier. Ja, das sind so die ganz normalen Quests, die man so machen kann. Und dann gehen wir natürlich in die brüchige Macht über. Da fällt mir ein Apropos, wir müssen auch noch hier, ne? Auf hochzufernen Ländern und Spurensuche. Spurensuche müssen wir eigentlich auch noch beenden. Ansonsten Auftrag in der Krallen ist ja momentan in Ignaton noch und Raketenbohnen ist die letzte Audiolog auch in Ignaton, deswegen das muss so oder so warten. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge reden wir erstmal mit dem Doc. Bis dahin. Tschüss.